Der steirische Landesjugendchor Cant Anima feiert Geburtstag. Vor 15 Jahren wurde er von Franz Herzog für besonders begabte und sangesfreudige junge Steirerinnen und Steirer gegründet. Beim Jubiläumskonzert wurden nun die beliebtesten Lieder der letzten Jahre gesungen. Cant Anima heißt so viel wie mit Seele gesungen. Gut 40 Sänger und Sängerinnen sind aktuell mit Freude, Seele und vollem Einsatz dabei. Mitsingen kann man von 16 bis 26. Durch die Altersbegrenzung erfindet sich der Chor jedes Jahr neu. Das ist das Spannendste eigentlich, ist immer die erste Probe im Jahr. Wenn die Neuen dabei sind und die Alten weg, wie klingt der Chor am 3. Jänner? Klingt der Chor so gut wie im letzten Jahr? Klingt er anders? Klingt er frischer? Klingt er jünger? Still geworden ist es um den Chor in den 15 Jahren selten. Immer wieder hat man Auszeichnungen und Preise abgeräumt. Für mich gibt es zwei Preise, an die ich persönlich besonders gern zurückdenke. Das war der Chorweltmeister, Jugendchor-Weltmeistertitel 2011. Und der andere war in meinem allerersten Jahr als Chorleiter 2014 in Spital an der Trau beim internationalen Chorwettbewerb. Das ist ein wirklich sehr, sehr großer und sehr renommierter Wettbewerb. Und das war natürlich eine wunderbare Sache, dort zu gewinnen. Übrigens, auch für kommendes Jahr freut man sich auf singbegeisterten Chorzuwachs.